Es scheint, als habe sich der Winter schon verabschiedet, so kurz vor dem Jahreswechsel. Statt Gefrierschrank wie vor ein paar Tagen, jetzt Sahara-Frühlingstemperaturen in Köln bei 16 Grad. Wie Sie sehen, wir sind jetzt mit Winterjacke da, ganz, ganz falsch eingestellt, weil wir jetzt mit kälteren Temperaturen gerechnet haben. Ja, die Temperaturen, die sind halt gut, damit man für einen Sekt draußen auf die Straße gehen kann. Man macht das Beste draus. Doch Meteorologen ziehen eine nicht ganz so positive Bilanz. Für sie war das gesamte Jahr zu warm. Gemessen am langjährigen Mittelwert, der bei 8,2 Grad liegt, zwar nicht so rekordverdächtig heiß wie die letzten drei Jahre, aber die Durchschnittstemperatur von 9,1 Grad ist immer noch zu hoch. Die Hitzewellen waren in diesem Jahr eher nur kurz und aus diesem Grund ist der Durchschnittswert auch nicht so nach oben geschossen. Aber es gab doch in diesem Jahr besonders viele Extreme und daran manifestiert sich auch der Klimawandel. Ein Extrem, das wie kein anderes dieses Jahr geprägt hat, die historischen Starkniederschläge in der Eifel, die die katastrophale Flut verursachten. Insgesamt hat es deutlich mehr geregnet. Der nasse Sommer für die Natur eine Erholung. Das Jahr 2021 hat uns unheimlich geholfen. Es hat sehr viel mehr geregnet. Das hat jeder gemerkt und auch im Wald war das spürbar, vor allen Dingen in den oberen Bodenschichten. Aber die vorangegangenen Jahre haben ein solches Defizit hinterlassen, dass es auch dieses Jahr nicht ausgleichen kann. Ob Starkregen oder Dürre. Gerade die Versicherungen kommen die Naturkatastrophen teuer zu stehen. Noch nie sind sie in Deutschland für so hohe Schäden aufgekommen wie in 2021.